Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir haben Post. Das Aha wird uns hoffentlich mit reichem Gold beschert haben. Und es sieht so aus, als ob alles wieder zurückgekommen ist. Wir haben ihm nichts verkauft. Gut, ein bisschen was schon. Ein bisschen boreanisches Leder für 300 Gold, immerhin. Ein bisschen Tigersteak. Wundert mich, dass wir das Tigersteak losgeworden sind. Eigentlich hätte ich da erwartet, dass wir das auf gar keinen Fall loswerden, weil, ja, wie ich schon mal gesagt habe, das mit den Mets ist halt so eine Sache. Mit den Kochmets. Also eigentlich keinen Sinn. Ich sehe da auch eigentlich für andere Leute keinen Sinn, diese alten Sachen zu kaufen. Im Zweifel sind das irgendwelche Fehler. Was sagt der? Die Spielzeit? Nur, ich hab's ja gesagt, liebe Leute. Ich hab's ja gesagt, das geht straight auf die 50k zu. Jetzt sind wir schon bei 49.207 Gold. Also, bald ist es für Otto Normalverbraucher nicht mehr erschwinglich. Also, die Inflation macht sich langsam aber tatsächlich bemerkbar. Nur, dass bei mir irgendwie das Gold nicht mehr wird. Achso, verkaufen. Das falsche Ding gestellt hier. Komm, sag mal jetzt nicht, der ist gesunken. Wow. Wow. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also da muss man sich das auch mal überlegen, ne? Also wir haben die Hälfte von diesem, also wir haben 80 Stück für über 300 Gold verkauft. Jetzt verkaufen wir 200, finde ich mal 196 Gold. Das ist ja lächerlich. Finde ich mal 200 Gold. Das ist lächerlich. Also ich stelle es jetzt trotzdem rein, weil ich jetzt ja nicht hier bin, um irgendwie, ja, krass, das Gold zu verdienen, aber da seht das mal. Da seht das mal einfach, wie hart das ist, hier auf dem Markt irgendwie Fuß zu fassen. Also wenn man wirklich Sachen gewinnbringend verkaufen möchte, ja, dann muss man das Aha und alles, was so da drumherum mit zu tun hat, wirklich als Wirtschaftssimulator betrachten und wirklich versuchen, da auch nach dem Tagespreis zu gehen. Also, dass man da wirklich sieht, dass man nicht Angebot X zu Tageszeit XY einstellt. Also, das ist nicht scheißegal. Es ist ganz elementar, dass man darauf achtet, wann welche Anfrage herrscht. Ja, das ist das Thema halt mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt, wo man es am ehesten erklären kann. Also, jetzt gerade werden die Dunkelmond-Items für relativ wenig Geld weggehen. Haben wir ja selber gesehen, wir haben 16 Gold pro Stück bekommen und im Vergleich dazu haben wir schon mal über 1000 Gold pro für ein Item bekommen. Dann gucke ich hier, sehe am 6. September startet wieder ein Dunkelmond-Jahrmarkt und ab diesem Zeitpunkt werden die Preise für diese Items, für diese Dunkelmond-Items, Quest-Items einfach mal wieder ganz klein in die Höhe schießen. Natürlich gibt es dann dazu auch noch andere Faktoren, die das Ganze irgendwie beeinflussen können. Das kann zum Beispiel natürlich daran liegen, wie viele Leute gerade diese Items besitzen und diese Items loswerden wollen. Also das ist auf gar keinen Fall so, dass es nur dieser eine Faktor wäre, der das Ganze beeinflussen würde. Aber ja, es ist auf jeden Fall einer und es macht auf jeden Fall mehr Sinn, da die Sachen so einzustellen, dass man dafür am meisten Gold bekommt. Und hier ist es zum Beispiel mit dem boreanischen Leder. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich nehme das raus und stelle es dann, ich gucke mir dann irgendwie nochmal einen anderen Tag hier, ins Aktionshaus, schaue, ob dann der Preis besser stimmt und dann stelle ich es halt dann rein. Und ja, aber es hat halt nicht wollen sein. Also ich habe halt... Also, das heißt, es soll nicht sein. Ich habe einfach keine Lust, mich da so maßlos mit zu beschäftigen und meine ganze Energie darauf zu verwenden, das Zeug dann einzustellen, wenn ich dafür am meisten Gold bekommen könnte. Also, das ist es mir nicht wert und deswegen lasse ich das an dieser Stelle. So, aber liebe Leute, wir haben 5000 Gold und ich werde jetzt hier gekonntes Reiten lernen. Höchstmögliche Geschwindigkeit. Zack. Durchbrechen der Schallgrenze. Zack, sind wir auch direkt hier mit 310% Speed unterwegs. Richtig nice. Dann kommen wir jetzt auch endlich zurück nach Pandaria. Leider können wir natürlich immer noch nicht in Pandaria fliegen. Das geht halt, wie gesagt, nicht. Pandaria muss man halt dort lernen. Dann muss man halt entsprechend Level 100 sein. Und dann dort Level 90 sein, um dann dort weiterzukommen, Level 100. Es ist einfach, ich komme mittlerweile auch ein bisschen durcheinander mit den Add-ons. Es sind einfach so viele.
Ja, ich hatte ja gehofft, dass das Add-on Legion irgendwie, keine Ahnung, in ein, zwei Monaten startet, aber davon verabschiede ich mich mittlerweile. Also ich fürchte, da ja noch nicht mal die Beta, die offizielle Beta gestartet ist, befürchte ich, dass... ich möchte gerne mit dem Flugmeister fliegen, deswegen warte ich mal eben kurz. Befürchte ich, dass das nächste Addon doch vielleicht erst im nächsten Jahr kommt. Also man muss es natürlich auch mal so betrachten. Also es war ja mit Mists of Pandaria auch so, dass das Addon, ich kann hier mal schöne Panoramasicht anschalten, es war ja mit Mists of Pandaria so, dass das Addon verkündet wurde und es kam dann ein Jahr später. Das war mit Warlords of Draenor auch so. Also das Ganze hat halt immer erstmal noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis es dann rauskam. Jetzt ist es halt so, dass World of Warcraft Legion erst jetzt eben gerade verkündet worden ist. Ja, also jetzt vor auf der Gamescom. Ja, und jetzt davon auszugehen, dass das Spiel in die Vollen geht, in zwei Monaten, im November vielleicht, ich halte es für ausgesprochen unwahrscheinlich. Ich hoffe es eigentlich sehr, aber ich halte es für absolut, eigentlich nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube es einfach nicht. Man muss sich das ja mal vorstellen, da sind einfach noch absolut viele Fehler, die da möglich sind. Und dafür gibt es dann halt diese Alphas und Betas, wo man dann halt das Ganze kontrolliert und den Spielern schon mal vorstellt. Und dann können die das schon mal ein bisschen anspielen. Und dann stellt sich halt heraus, wo da noch welche Fehler zu finden sind. Und ohne die funktioniert es halt nicht. Und ich sehe halt nicht, dass 2 Monate für eine Beta reichen. Glaube ich nicht. Na, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Da werden wir wohl einfach abwarten müssen. Anders, eine andere Möglichkeit haben wir da einfach nicht. Also ich warte ja darauf, auf das Announce-Datum, aber... Also es wird mich sehr wundern. Also es war noch nie so, dass World of Warcraft verkündet wurde. Also die neue Expansion. Also die ganzen Addons davor. Es war noch nie der Fall, dass das Addon verkündet wurde und dann 2 Monate später wurde es dann auf die Live-Server aufgespielt. Dann konnte man das Addon spielen. Das war noch nie so. Das ist auch absolut utopisch, diese Vorstellung. Also nee, das wird nicht so sein. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich habe ja schon mal erzählt, Blizzard hat ja geplant, jetzt diese Add-ons im Einjahresduktus irgendwie rauszubringen. Also jedes Jahr ein Add-on. Inwieweit das eine realistische Vorstellung ist, weiß ich auch nicht. Wir werden einfach mal abwarten müssen. So, was ist das denn hier eigentlich? Starker Wille. Okay. Man kann die zähmen angeblich. Aber ich versuche den mal hier zu besiegen. Ach, oder ist das für... Alter, der macht mich ja völlig nass. Vergiss es, ich bin raus. Und Genesung. Kann er auch. Shit. Wo ist mein Unsichtbarkeit? Hier. No, verfehlt. Um Gottes Willen. Was geht denn hier schon wieder ab? Also das ist ein Hunter-Pad, liebe Leute. Das ist was für Hunter, glaube ich. Und kein Battle-Pad. Ist halt irreführend, diese Bezeichnung gewesen. Ja, wunderbar. Mein Ad hat natürlich mal wieder dafür gesorgt, dass ich hier nicht aus dem Kampf komme. Das konnte ich aber Gott sei Dank. Der Volksfähigkeit sei Dank, wenn ich benutzen, dann war alles in Ordnung. Dauert mittlerweile ganz schön lange, bis man hier einigermaßen wieder Leben hatte. Also das Regenerieren dauert ziemlich lange. Was soll ich jetzt hier machen? Such Taumann. Ich bin weit gereist, um diese Waren zu erlangen. Ist der wohl in dieser Höhle?
Im Grünsteinbruch. Ja. Müssen wir wohl hier in diese Höhle rein. Alter Schwede. Hier drüben. Ah, hier. Hier ist er. Unter Steinen. Befreit 8 Grünstein-Bergarbeiter. Oh, starker Panda hier. Ach, nein. Also, ich habe euch doch gesagt, dass ich es schaffe. Kann ich noch nicht. Ach, hier. Ich bin sicher, dass ihr hier drinnen zurechtkommt. Krabbler müssen wir auch erledigen. Ich kümmere mich draußen um alles. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Na, ich hatte gehofft, ich kann die Kirschen an, aber leider ist dem nicht so. So, ich könnte jetzt hier einfach runterjumpen oder ich nehme den Weg hier. Ich nehme den Weg. Es ist mir doch, glaube ich, diesmal lieber. Ich werde jetzt auch erstmal mein Wasserele beschwören. Vielleicht ist hier einer so mutig und greift mich an. Aber er hatte erstmal Respekt, ne? Habt ihr das gerade gesehen? Der Rogue? Das lädt immer noch auf. Lustig. Er hat mich gesehen, ist ein Stück zurückgewichen. Und dann hat er gemerkt, dass ich ihn ignoriere. Und dann hat er sich wieder getraut. Sehr cool. Kann ich noch nicht wirken. Sehr schön. Ja, okay, mein Level macht halt auch Eindruck, ne? Kann ja niemand wissen, dass ich eine Luftnova bin. Sprecht. Was braucht ihr? Seid gegrüßt. Das Bergarbeiter retten hier ist relativ leicht. Ja, die Viecher hier, die haben ja gar keine Leben. Was sind denn das für Nulltentiere. Oh shit, 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 shit. Wollte nicht den Frostfireball auslaufen lassen, ohne ihn zu benutzen. Übrigens haben wir ja auf der Netherschwing-Scherbe jetzt mittlerweile die Mine freigeschaltet, jetzt wo wir hier auch in so einem Steinbruch sind. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich dann wieder zu dieser Netherschwing-Scherbe gehe, werde ich dort dann in diese Mine gehen und dort die Quests machen, dann also nicht erstmal wieder diese Belger-Quest. Ja, die hat letztes Mal einfach ein bisschen zu lang gedauert. Ich glaube, wir waren fast 30 Minuten damit beschäftigt, diese dämlichen Häute einzusammeln. Und das ist eigentlich nicht den Aufwand wert, auf gar keinen Fall. Ich habe mich darüber ja schon mehrmals aufgeregt, aber es ist einfach so, wenn diese Quest wenigstens, keine Ahnung, 15.000 Ruf geben würde, ja, dann wäre das ja einigermaßen verhältnismäßig, aber so überhaupt nicht, überhaupt gar nicht, 0,000. Berichtet mir von euren Reisen. Was ist das denn hier? Eine uralte spandarische Spitzhacke? Lol. Battle.net-Account gebunden. Nett. Schade. Schade, dass das nichts für mich ist. Wenn ich jetzt ein Melee wäre, ne? Ein Rogue oder sowas. Oder ein Krieger. Holla die Waldfee, das wäre ein Gerät gewesen. Ah. Es ist aber Battle.net-Account gebunden. Das ist auch nicht ganz schlecht. Das Ding ist halt, durch die Levelwaffen ist der Krams halt auch relativ nutzlos. Also muss ich es halt echt mal überlegen, wie hoch ist die Chance, also die meisten, es gab ja auch noch diese Levelwaffen von Dingens, von Garrosh, ja, da konnte man sich noch die Levelwaffen holen. Kann ich noch nicht wirken. Muss man auch ganz klar sagen, das ist alles einfach useless geworden, es bringt einem gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, sind die überhaupt noch, kann ich mir die überhaupt noch angucken? Hier, warten wir eben. Sammlung. Erbstücke. Ja, das habe ich noch. Das besitze ich noch. Ja, Höllschreis Schicksalsklinge. Das Schöne ist halt, dass es auf 100 skaliert. Mythisch. Heroisch. Das ist meine stärkste hier, die mythische. Skaliert bis auf 100. Ziemlich krass, 191. Okay, das ist aber auch eine Einhandwaffe. Die anderen Waffen skalieren halt nur bis Stufe 60. Allerdings kann man die halt, wie gesagt, mittlerweile in Ironforge für 5000 Gold komplett aufwerten auf Stufe 100.
sodass dann halt auch nicht mehr da die Notwendigkeit besteht, an diese Items zu kommen. Kann ich noch nicht wirken. Wobei ich glaube, aber die Levelwaffen von Garrosh gibt es jetzt auch nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht genau. Wir sollen noch Verschlinger erledigen. Also es reicht nicht mal diese kleinen Viecher, sondern wir müssen auch noch ein paar große. Hier ist einer. Hier ist einer. Jetzt lass mich bitte nicht diese kleinen Mistviecher hier pullen. Die sehen übrigens ganz cool aus. Sind das Wildtiere? Ja. Warum kann ich diese Wildtiere nicht häuten? What the heck? Ist ja lächerlich. Ab Bergbau. Benötigt Bergbau. Mit Bergbau kann man es abbauen. Das ersetzt hier das Kirschnern, weil es wohl irgendwelche Mineralienviecher sind. Na gut, liebe Leute, ich mache jetzt hier an dieser Stelle Schluss. Wir hören uns beim nächsten Part wieder und bis dahin, macht's gut. Ciao.